Martin. Taylor. Gibson. Probieren wir es doch mit Faith. Die Faith Neptune Cutaway aus der Trembesi-Serie. Was haben wir hier? Erstmal zu der Marke Faith. Faith ist eine relativ neue Marke und wurde doch im Internet relativ stark auch diskutiert. Ja, also der Entwickler stammt eigentlich aus England und das ganze Konzept in der Faith ist, dass man hochqualitative Instrumente in Fernost fertigen lässt, um so einen angenehmeren Preis für den Konsumenten zu erreichen. Widmen wir uns jetzt nun mal genau diesem Instrument zu. Trembesi-Serie, was bedeutet das? Trembesi-Serie heißt das Instrument, weil nämlich der Rücken und die Saiten aus indonesischen Trembesi hergestellt sind, wohlgemerkt, massiv. Erst einmal, es ist aus der Familie der Mahagoni-Hölzer, wodurch auch die Klangverwandtschaft, also das Warme und Tiefmittige ebenfalls hier vorhanden sind. Und natürlich diese super geile Maserung des Holzes. Ich meine, hallo, guckt euch das mal an. Ja, was haben wir noch für Hölzer? Der Rest geht dann eigentlich relativ klassisch zur Sache. So haben wir hier eine massive Engelmann-Fichtendecke, was natürlich eine sehr hochqualitative Fichtendecke ist. Dann haben wir einen Mahagoni-Hals mit einer angesetzten Kopfplatte, die ebenfalls aus Mahagoni ist. Hier sieht man, dass die Kopfplatte angesetzt wurde. Ja, dann haben wir eine Ebenholz-Bridge, Ebenholz-Griffbrett, ganz klassisch goldene Crowver-Mechaniken, die Klassiker, auch mit sehr schönen Ebenholz-Mechaniken. Und was mir hier halt einfach auffällt, ist so die Liebe zum Detail. Ich meine, man schaue sich mal diese Bridge-Pins an, die eben mal ganz einfach mit so kleinen Mother-of-Pearl-Inlays versehen wurden. Oder dieses wunderschöne Inlay am 12. Bund, wo einfach das Firmenlogo eingelegt wurde. Ja, dann haben wir eine recht ausgefallene Perlmutt-Rosette um das Schallloch und kein Schlagbrett. Für den Live-Betrieb haben wir noch ein Shadow-Tonabnehmersystem, was mit einem Preamp und einem Piezo-Preamp arbeitet. Und das Tonabnehmersystem hat ein eingebautes Stimmgerät, eine Zweiband-Klangregelung mit Treble und Bass, eine Phasenumschaltung, falls man irgendwelche Feedback-Probleme auf der Bühne hat, werden hier bestimmte Frequenzen herausgefiltert. Ja, und natürlich ein Volume-Regler. Ja, ich habe vorhin schon angesprochen, dass das Holz, das Trembesi-Holz von der Mahagoni-Familie stammt und so auch dessen Klangeigenschaften eigentlich mitbringt. So ist mir halt auch aufgefallen, dass auch aufgrund des Jumbo-Bodies
eben ein sehr warmer, tiefmittiger Sound aus dieser Gitarre kommt. Und dadurch, dass die Hölzer wirklich alle massiv sind, ist er natürlich wirklich sehr tief. Er ist sehr dreidimensional und einfach wunderschön. Die Gitarre eignet sich dadurch durch weiche Bässe sehr schön für irgendwelches Fingerpicking, für Strumming. Es ist einfach so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Und ja, hört es euch einfach mal an. Habt, ist es natürlich durch den weit gefassten Cutaway natürlich auch absolut möglich, in die höchsten Lagen zu kommen. Man kann dadurch wirklich sehr angenehm, also ich komme hier sehr, sehr angenehm in den wirklich obersten Bund, was ja bei den meisten Akustikgitarren, siehe Martin D25, absolut nicht möglich ist. Was bleibt mir abschließend zur Faith zu sagen? Ihr solltet sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß, dass Gitarristen dazu neigen, etwas konventionell zu sein und sich vielleicht nur auf die großen Marken beschränken, aber die Faith ist wirklich eine vollmassive Gitarre für 100.000 Euro zu bekommen, die auch noch so verdammt gut klingt, ist glaube ich wirklich relativ selten und von daher sage ich, checkt sie einfach mal aus. Ich werde jetzt noch ein kleines bisschen weiterspielen und wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht nur von den Meeren kommt Neptun, ja auch aus England kommt er. Schaut euch die Gitarre mal an, die ist so wundervoll. Oh yeah. Schaut es euch mal an, ich wünsche euch noch viel Spaß. Vergesst nicht abonnieren, vergesst nicht mir euer Kommentar dazulassen. Hier geht's zum nächsten Video, hier geht's zum vorherigen Video. Viel Spaß noch, auf Wiedersehen.